Guys, willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni. Ja, ich habe die letzte Folge so ein bisschen überzogen, bin jetzt hier in der Stadt unterwegs, mache so ein paar Nebenquests, because I can, und weil ich stempelgeil bin. Ne, wirklich, das mit den Stempeln, das ist eine ganz schlimme Geschichte hier. Die hat hier auch Probleme. Welchen Krug habe ich nur gelegt? Stimmt etwas nicht? Ja, kostbarer Schatz. Ich weiß nicht mehr, in welchem Krug ich ihn versteckt habe. Das ist schlimm. Was für ein Schatz, denn Rotauer Ring, jo. Ja, ja, ich helfe dir. Südalle. Ja, ja, Krüge, lass mich machen. Söderle, dann gehen wir jetzt erstmal zurück zur Mutter und sagen ihr, was geht? Da ist er auch schon. Ja, ja, danke für die drei Jungs. Wie will ich immer? Ja, ja. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Hier als kleines Dankeschön. Zack, süße Pastete, 50 Gulden. So, noch 5, dann haben wir eine Stempelkarte voll. Nice! So, die alte Jagd war fertig. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Boutique. Tag, hier Oma. Huhu, da bist du. Ja, mein Lieber. Ich liebe die halt ehrlich. Es wird dich sicher freuen zu hören, dass deine Kleider fertig sind. Ja, ja, schick. Probier sie am besten gleich an, Olli. Klar. Ich hole sie für dich, mein Lieber. Warte, ich komme gleich zurück. Vielen Dank, gnädige Frau. Ist das nicht ein bisschen albern? Ich meine ja nur einen Mann. Was soll das denn heißen? Passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Wie kostet das? Ach, die alten Sachen. Red doch keinen Unsinn. Du tust mir einen großen Gefallen, wenn du sie... Ja, ja. Wirklich? Sie sind sicher? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt etwas genäht habe. Es war ein Heidenspaß. Ich weiß gar nicht... Ja, Heidenspaß. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du und hin und wieder etwas bei mir einkaufst. Ja, ja. Vielen Dank. Was ein Glück, Olli. Ja. Auf jeden Fall. Du hältst Reisekleidung. So, jetzt können wir auch rüber zum Palast. Zeit, dem König zu besuchen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Südalle! Hier haben wir auch wieder eine verschlossene Kiste, die wir nicht öffnen können. Oder noch nicht. So, was sagt unser Nimmer voller Beutel? Oh, das ist ausgerüstet, ne? Jo. Genauigkeit. Also hier, die Pastete kann man übrigens in süße Pastete umwandeln. Da gibt es ein Rezept für. Also alles, was wir hier finden, hat Sinn und Zweck. Was wollte ich denn jetzt noch? Ach ja, der Ohrring. Oh, hier können wir nicht hoch. Gehen wir nochmal hier rüber. Wäre doch gelacht, wenn wir den Scheiß nicht finden würden. Schon glänzt es da hinten drin. Das heißt jetzt aber nicht, dass er da drin ist. Okay, er ist da drin. Das ging fix. Ab geht's. Eventuell machen wir sogar noch die Monsterjagd, bevor wir jetzt hier weiter im Hauptgeschehen machen. Einfach, weil wir dann schon eine pompöse Waffe für unseren Wichti haben.
Und nicht zu vergessen, Stempel! Man merkt, ich bin da so ein bisschen stempelgeil. Vor allem der Anfang ist das sehr schlimm bei mir. Ja, ja, das ist dein Ohrring, ausgezeichnet, du hast ihn gefunden. Ja, ja, ich verspreche es. Ja, ja, hier, Geschenk für dich. Ein Blätterumhang. Den kann unser Wichti jetzt leider nicht benutzen. Aber es gibt andere Monster, denn die tragen nicht alle dasselbe. Das kommt immer auf den Typus an, den die haben. Sehr gut. So, Tagebuch. Haben wir schon noch irgendwas hier? So, die drei haben wir beendet. Südöstlich vom Katzbuckel. Dann gehen wir nochmal raus und kümmern uns darum. Söderle. Jetzt haben wir unsere fesche neuen Klamotten und den Umhang-Gedöns hier. Söderle. Was übrigens sehr lustig ist, weil man so eine Gebietskarte hat, so wie jetzt hier. Wir sehen, wo das Monster ist auf dieser Karte. Das ist unten am Strand. Und da machen wir uns jetzt mal auf den Weg hin. Nehmen natürlich noch ein Monster mit, was wir kriegen können. Ah, verdammt. Fast Überraschungsangriff. So, erstmal hier den Kleffer weg. Pam. Nice. So. Den machen wir auch mal einen Platz. Unser kleiner Wichti, der haut ganz schön rein bis jetzt. Gegengift, sehr schön. Kann man auch immer gebrauchen. Spatze machen wir auch eben weg. Das war der erste Streich, der zweite folgt zugleich. Ein Kugelei mal wieder, okay. Zwei Stück sogar. Da haben wir noch einen von den Piepmatzen. Den machen wir auch mal eben platt. Söderle. Hau so um. Oh. So. So, bevor wir so Monster angehen, empfehle ich grundsätzlich zu speichern. Wir nehmen hier drei. Zack. Auf der Weltkarte ist halt so wie in vielen anderen Rollenspielen, da kann man halt überall speichern. Und hier wird gefragt, ob wir den Höllenhund wirklich angreifen möchten. Wir sagen jetzt ja. Und jetzt schauen wir mal, wie gut wir gegen den Höllenhund zurechtkommen. Wir schalten am besten erstmal die kleinen Kleffer aus. Uiuiui. Aber wie man sieht, der klotzt hier schon ordentlich rein. Jetzt machen wir hier Schnitter. Zack, ab geht's. Ach Mist. Die Sachen sollte man eigentlich immer blocken, aber irgendwie bin ich gerade ein wenig komisch. Hey, hau ab! So, unser Wichti ist voll am Ende. Deswegen nehmen wir den erstmal direkt hier wieder mit rein. Machen jetzt hier selber einen zauberkleinen Feuerball. Ah, super, der Feuerball-Scheiß funktioniert nicht gut gegen den Hund.
In dem Fall sammeln wir erstmal hier Leben ein und heilen uns in der Zeit, wo sich unser Wischi regeneriert. Oh, da, Tröpfchen schmeißt ein bisschen Mana rum. So, unser Wichti ist wieder da. Gleich wieder Schnitter. Nee, erst den Kleffer. Ich will den Kleffer zuerst loswerden. Sehr gut. So, wir klauen uns erstmal wieder unseren, ne? Da vorne liegt Mana rum. Das sag ich nicht, nein. Erstmal nochmal Linde eine Hand auf uns. Jawollingen. So, unser Wicht ist wieder fertig im Schnitt. Dann hau den weg hier. So. Sollte aber kein Problem für uns sein, den kriegen wir, glaube ich, hin. Haha. So, natürlich werden diese Monster mit ein wenig mehr Erfahrung belohnt. 30 ist ja immer schon etwas. 25 Gold. So, Monsterjagd abgeschlossen. Zurück nach Katzbuckel. Und die Musik, wunderschön. Also die Mucke kann ich ruhig länger im Ohr haben. Ist schön entspannend. Unser Umhang weht im Wind. So, Katzbückel. So. Tröpfchen da hinter uns herläuft. Alt. Kleiner und Kleinvieh macht auch Mist. Södele. Da hinten haben wir auch wieder ein bisschen Para drin. So. Willkommen, ja. So, Prämie einfordern, Gemüsedieb. Zack. Monsterjagd abgeschlossen. Jo. So, gehen wir nochmal an die Anschlagstafel gucken. Da haben wir nichts Neues. Dann rüsten wir erstmal unseren Freund hier weiter aus. Der kriegt jetzt hier noch das Schwert. 6+6 zu Angriff. Damit er uns, damit er noch gefährlicher wird. So. Dann gehen wir jetzt mal weiter Story. Konnichiwa. So. Aber natürlich kommen wir jetzt noch nicht im Palast rein. Das wäre ja auch zu einfach. Das wäre ja lame. So, hier haben wir sonst nichts mehr. Sehr schön. Willkommen in Katzbuckel. Die Straße führt zum Königenplatz. Ihr seid Reisende nämlich an. Eindeutig in dieser Kleidung. Ja, wir sind hier, um den König zu sehen. Ah, ihr sucht einen Jörns bei König Tom, richtig? Ich würde euch ja zu gern durchlassen, aber ich fürchte, das geht zurzeit leider nicht. Warum? Ein unglückseliger Diener des Königs hat den geliebten Fisch seiner Majestät in den Burggraben entwischen lassen. Dieser rote Hering ist der ganze Stolz des Königs und außerdem ein aussterbender bedrohte Tierart. Natürlich, ich bezweifle, dass diese mir, dass seine Miau-Jestät den Fisch ersetzen könnte. Ah, sollte er nicht mehr auftauchen, ich weiß nicht, was sich dieser Diener dabei gedacht hat. Das heißt jedoch, dass alle im Palast gerade mit dem beschäftigt sind, den roten Hering zu suchen. Kommt lieber an einer Magie.
Aber na gut. Was sollen wir jetzt tun? Den Burggraben hat er gesagt. Hm, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Graben mit ein paar von den Flüssen verbunden, die durch die Stadt fließen. Das ist schon möglich, ja. Warum schauen wir uns nicht mal in den paar Teichen um? Für alle Fälle. Kann ja nicht schaden, oder? Stimmt. Oh, ich hoffe, wir finden diesen roten Hering. Ich auch, Olli. Dann lass uns mal angeln gehen. Juhu, wir gehen angeln. Ja, haben wir ja schon ordentlich Zauber. Bam, 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 bam. So, ich bemühe mich jetzt die Folgen wieder ein bisschen kürzer zu machen, weil jetzt kommt nicht mehr ganz so viel Geschwafel ewig auf uns zu an einem Stück. Söderle, wir gehen erstmal hier lang, weil die dumme Sau von Fisch, die schwimmt hier rum. Ja, der rote Hering da vorne schwimmt da, man sieht es so ganz eben. Aber sieh mal lieber genauer nach, nur um sicher zu gehen, nicht? Muss ich darüber? Ja, wer sonst sollte es machen? Fitz, der Fischforscher? Komm schon, hüpf einfach auf die Holzstäbe. Ja, natürlich, da kann nichts mehr schief gehen. Hui! Oh, da war er. Verflixt, er ist entwischt. Entschuldigung. Das ist aber nicht ein lebhafter Bursche. Ich glaube, er ist in Richtung Palast abgezischt. Olli, ihm nach! Genau, Olli, spring ins Wasser! Dun, 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 dun. Ja, man wird hier am Anfang auch noch richtig arg hin und her geschickt. Das ist furchtbar, ist das. So, Jelle. Weiter im Text. Oh. Junge, der Junge ist gut im Training. Oh, guck mal, was hier ist. Ein roter Fisch. Das ist der Lieblingsfisch des Königs? Schick, das ist ja mal ein roter Hering, wie er im Buche steht. Jetzt kriegen wir sicher eine Audienz beim König. Zurück zur Palastwache, oder? Jo. Du trägst das Ding, du machst das schon. Lass den nicht fallen, ansonsten weißt du Bescheid. Was ist das denn hier eigentlich? Sei nicht, da oben ist nichts. Ich habe natürlich noch nicht alle Kisten und so gefunden. Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich mich mal hier immer so ein bisschen umschaue. Weil ich würde auch gerne alle Kisten finden, aber da gibt es demnächst auch Zauber für. Also wenn wir wirklich mal eine Kiste nicht finden sollten, dann können wir damit die Kiste suchen und dann gib ihm aber richtig hart. So, weil ich weiß, dass jetzt gleich wieder ein großer Gedichtsschwall kommt, sage ich an dieser Stelle zu euch, see you guys, und schaltet wie immer wieder ein, wenn es weitergeht mit Ni no Kuni. Ihr wisst Bescheid, Kommentare below, mit allem möglichen Hickhack, den ihr da reinmachen wollt. Vielleicht wollt ihr mir ja so einen roten Hering da reinballern oder so, keine Ahnung. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tad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